Herzlich willkommen zur ersten Trainingssession, Trainingsstunde. Ob das jetzt eine Stunde wird, das hängt natürlich von euch ab, je nachdem, wie intensiv ihr die einzelnen Komponenten, die ich gleich vorzeigen werde, trainieren möchtet und werdet, kommt das drauf an. Ich habe mich jetzt darauf nicht eingetaktet, hier auf 60 Minuten zu trainieren. Das ist, wie gesagt, eine Sache, die könnt ihr dann selber wählen. Natürlich, je intensiver, desto besser. Vor allem, je mehr Zeit ihr habt, desto mehr könnt ihr euch natürlich mit den einzelnen Übungen im Detail beschäftigen und wiederholen. Heute werden wir uns um Erwärmungsübungen, um Dehnungsübungen und um Übungen, um allgemein warm zu werden, um die Taekwondo-Techniken sauber auszuführen, um sie ordentlich trainieren zu können, sodass die Tritte auch nicht über der Teppichkante kratzen, sondern auch eine angemessene Höhe haben, kümmern. Und da werde ich euch heute ein paar Trainingsinhalte mitgeben, ein paar Übungen zeigen, werde ein paar Sachen dazu erklären, die vor allem für die jüngere Generation wichtig sind. Man kann auch bei der Erwärmung viel falsch machen, technisch betrachtet. Man muss ja immer gucken, dass man selbst bei der Erwärmung und vielleicht auch sogar bei der Dehnung immer so ein bisschen die Verbindung zum Taekwondo nicht verliert und versteht, dass einige Übungen dazu auch ganz wichtig sind, dass man sie richtig ausführt, um es halt im Taekwondo übertragen zu können. Ja. Inhaltlich werden wir, heute ist klar, die nächsten Tage wirklich breit gefächert, Stück für Stück, die Inhalte für die Prüfung durchgehen. Es wird auch mal Schwerpunkttage geben, wo wir uns wirklich mal um eine Stretching-Routine kümmern, dass ihr zu Hause mal wirklich so eine Gelenkigkeitsroutine habt, die man dann auch jeden zweiten oder jeden Tag vielleicht sogar trainieren kann. Scheut euch nicht, bei so Sachen auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also wir bauen ja heute die Erwärmungsübung und die Basis für die nächsten Tage auf, damit ihr euch vor den jeweiligen Inhalten auch immer so wie heute beispielsweise erwärmen könnt. Wenn ihr aber merkt, dass euch Übungen langweilig werden oder so, dann wechselt die auch mal aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Motivation nicht verliert. Ich selber mache das auch. Also ich mache mich nicht immer mit dem gleichen Hampelmann warm und werde euch da auch ein paar Tipps geben, wie man das Ganze variieren kann. Darum wird es sich heute handeln. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen Stretching-Routinen. Wir werden uns schwerpunktmäßig um einige Tritte kümmern. Da wird es viele Übungen zu geben. Natürlich um die Bewegungsform. Da werden wir gucken, dass wir das in regelmäßigen Abständen die nächsten Wochen mit einführen, dass ihr auch die Form zu Hause lernen könnt. Das ist mein Ziel. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappt. Ich kann euch ja jetzt hier nicht anfassen und korrigieren. Das klappt leider nicht. Also hoffe ich, dass ich das so gut erklären kann, dass ihr das zu Hause versteht, nachvollziehen und richtig trainieren könnt. Und ansonsten werden wir schauen. Also wenn jetzt der Plan bis zum 19. April bleibt und wir dann ich glaube 19. April ist Montag, ne? Am 19. April wieder öffnen können, dann ist die Welt ja in Ordnung. Wenn nicht, dann tauchen wir weiter tiefer in die Welt des Taekwondo digital ein und dann werde ich einfach gucken, dass ich weitere Trainingsinhalte, Partnerübungen vielleicht sogar, müssen wir mal schauen, lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Hoffe, dass ihr mitmacht. Und macht euch ein bisschen Platz die nächsten Minuten jetzt, dass ihr ordentlich mitmachen könnt. Zu viel Platz braucht ihr nicht. Ich würde sagen so, ja, 4 bis 9 Quadratmeter. 9 ist vielleicht gar nicht notwendig heute, aber so 4 bis 9 Quadratmeter bräuchtet ihr schon. Sagen wir mal 4. 4 ist okay und dann könnt ihr loslegen. Viel Spaß und los geht's. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Die erste Geschichte wird natürlich sein, jetzt haben wir gerade schon vom Hampelmann gesprochen, dann nehmen wir doch einfach mal den Hampelmann. Und wir werden jetzt 4 verschiedene Variationsmöglichkeiten für den Hampelmann durchgehen, mit übersteigenden Schwierigkeitsgraden. Den ersten Hampelmann, da werde ich euch 2, 3 Sachen dazu nennen, die wichtig sind, um den auch richtig zu machen, gerade für die Kinder. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, gerade die Eltern, die dann im besten Fall zuschauen und korrigieren können. Dann ein bisschen schwieriger, noch schwieriger, naja, und die vierte, da mal schauen, wie gut ihr euch bei der 4. Variante macht. Also da gehen wir mal ein bisschen härter rein. Jetzt ist die Frage, wie viele? Naja, das kommt auf euch drauf an. Also ihr könnt jetzt von mir aus 10 machen. Wenn euch da schon die Luft wegbleibt, naja, dann macht ihr nochmal 10. Ansonsten, ich würde sagen, ganz ehrlich, so viele Gürtel, wie ihr in der Schublade habt, macht ihr die Hampelmänner mal 10. Habt ihr jetzt für 5 Gürtel in der Schublade liegen, seid ihr grün-blau, muss das sein. Dann macht ihr 50 Hampelmänner. Ansonsten, wenn ihr nach 10 merkt, da ist noch Luft nach oben oder das macht Spaß oder das ist für euch eine Herausforderung, gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen, ja, dann macht das einfach, das ist überhaupt kein Thema. Ja, also experimentiert da ruhig ein bisschen rum. Wie lange ist euch überlassen, aber macht es schon so, dass ihr merkt, dass so die Temperatur im Körper ein bisschen hochkommt. Und bitte nicht vergessen,
durch die Nase atmen, nicht durch den Mund. Ja? Also auch wenn ihr merkt, die Kondition lässt langsam nach, bleibt bei der Nasenatmung, macht das bitte nicht über den Mund, auch nicht das Ausatmen. Okay, gut. Ansonsten, was gibt es zum Hampelmann zu sagen? Beim Hampelmann ist ganz wichtig, dass die Rhythmik eingehalten wird. Ein Hampelmann kennt jeder, ein Hampelmann kann jeder vorsichtig sein. Gerade im Taekwondo ist wichtig, dass ihr den Rhythmus zwischen Oberkörper und Unterkörper habt, also zwischen Arm und Bein, dass der gleichmäßig ist. Das heißt, gerade bei den Kindern jetzt bitte aufpassen, wenn die Beine gespreizt sind, dann müssen gleichzeitig mit der Beinbewegung die Arme hochgehen. Okay? Was bei den Kindern sehr häufig noch der Fall ist, und das ist auch nicht schlimm, das ist eine motorische und koordinative Komponente, die gehört zum Training und zur Entwicklung der Kinder einfach dazu, ist, die machen zum Beispiel sowas. So, da gibt es links und rechts und oben und unten ist komplettes Chaos. Ist nicht schlimm, aber dann würde ich denjenigen empfehlen, bleibt erstmal beim normalen Hampelmann, bis ihr sauber aussieht. Sauber wäre in dem Fall, wenn die Füße im Spreizen den Boden berühren, sind die Hände zum gleichen Zeitpunkt hier oben. Und zwar so, dass die Handflächen nach vorne zeigen. Die Finger müssen sich jetzt hier nicht berühren, aber die Handflächen müssen nach vorne zeigen. Dreht die Handflächen bei einem Hampelmann nicht zueinander. Das ist für die Muskulatur, für die Schultern totaler Blödsinn. Das macht im Endeffekt sogar langsam. Und langsam im Taekwondo wollen wir nicht, das solltet ihr wissen. Ja? Okay, also im Grunde genommen, Stopp, gleichzeitig fertig. Und beim Schließen natürlich umgekehrt, genau das Gleiche. Gleichzeitig fertig. Wenn die Füße geschlossen sind, dann gehen die Hände an den Oberschenkel. Und dann versucht ihr das Ganze natürlich relativ fließend am Stück zu machen und beachtet die Sachen, die ich gesagt habe. Was die Anzahl angeht, oh ja, es kommt doch ruhig drüber. Ja, gerade bei den Kindern bitte nochmal auf die Rhythmik achten. Ganz, ganz wichtig. Ist nicht ganz einfach am Anfang bei den Kindern. Als Erwachsener kriegt man das eher hin, ich weiß. Bei den Kindern, die müssen das üben. Das ist nicht ganz einfach. Ist aber für Taekwondo sehr, sehr wichtig. Die zweite Variation, die ist jetzt nicht groß schwieriger. Man könnte jetzt auch sagen, die ist genauso schwer. Naja, ist ein bisschen was anderes. Man ist gewohnt, diesen Hampelmann mit den Beinen zu spreizen und zu schließen. Bei der zweiten Möglichkeit belassen wir die Hände in der Bewegung. Das heißt, die Hände machen die ganz normale Hampelmann-Bewegung. Wir ersetzen nur die Beinbewegung. Und zwar spreizen wir nicht mehr, sondern wir machen einen Wechselschritt mit dem linken Fuß nach vorne und dann mit dem rechten Fuß nach vorne. Wer jetzt merkt, oh, ungewohnt, der macht erstmal ohne Arme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wiederholung. Und wenn ihr merkt, das funktioniert, dann fügt ihr die Arme hinzu. Die Arme machen, wie gesagt, das Gleiche wie bei einem normalen Hampelmann auch. Okay? Auch hier bitte auf die Rhythmik achten. Wenn die Füße den Boden berühren, sind die Hände entweder oben. Und wenn ihr jetzt wechselt, gleichzeitig unten. Versucht da jetzt keine Arrhythmik entstehen zu lassen. Gerade bei den Kindern ganz wichtig. Okay? Auch bei den Erwachsenen, aber die kriegen das wahrscheinlich auch hin. Okay? Und dann von der Anzahl. Schaut, wenn euch langweilig ist, macht ihr 50. Wenn ihr Zeit habt, macht ihr 100. Wenn ihr fit seid, macht ihr 200 davon. Ist überhaupt kein Thema. Und denkt bitte an die Nasenatmung und den Blick. Nicht nach unten schauen, der Blick ist immer vorne, zentral, in die Richtung, in die ihr trainiert. Zweite Variante. Jetzt gehen wir mal in die dritte. Versucht euch zu konzentrieren. Notfalls am besten vielleicht sogar zweimal gucken, bevor man es macht. Ist nicht ganz einfach, aber einfach ist immer langweilig. Das sollte man nie vergessen. Wir kombinieren die Schrittbewegungen, die wir jetzt gerade aus Variante 1 und Variante 2 hatten. Das heißt, das mit dem hier. Wie kombinieren wir das? Schaut genau hin. Spreizen. Nee, fangen wir es einfach an. 1, linker Fuß ist beispielsweise vorne. Könnt ihr auch rechts machen, ist egal. 2, 3, 4. Nochmal. Ein Bein vor. Anderes Bein vor, spreizen, schließen. Das sind genau 4 Bewegungen. Nicht vergessen, macht nicht 5 oder 6 draus. Genau 4. Von der Seite, ein Fuß vor, anderer Fuß hinten, Gewicht ungefähr 50-50. Anderer Fuß, spreizen, schließen. Okay. Mit den Händen. Wir machen mal gemeinsam, macht das nicht zu schnell. Okay? Stück für Stück. 1, 2, 3, okay. Macht das ruhig ein paar Mal in der Geschwindigkeit. Wenn ihr merkt, das geht und das läuft, versucht es mal am Stück zu machen. Das heißt, eine Vierer-Kombination hintereinander weg. 1, 2, 3, 4.
Dann ruhig mit Fuß wechseln, also mit den anderen Beinen zuerst nach vorne. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr merkt, das funktioniert, dann versucht ihr natürlich das Ganze in sich am Stück zu machen. Das heißt, nicht einfach immer nur 4 Dinger und dann kurz Pause, sondern versucht ihr mal 3-4er-Blöcke sozusagen auszufüllen. Ja, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wer jetzt aufmerksam geschaut hat, der hat gemerkt, dass ich zwischendurch mal den Fuß gewechselt habe. Ich habe immer mit links vorne angefangen, dann rechts auseinander zusammen und dann in der zweiten Runde mit rechts angefangen. Das wäre natürlich dann eine noch feinere Sache, wenn ihr das hinbekommt. Ist aber schwieriger. Ausreichend wäre am Anfang, wenn ihr da schon in der dritten Stufe jetzt sein solltet, dass ihr das erstmal hinbekommt, nicht den Rhythmus zu verlieren, den Flow sozusagen aufrecht zu halten und nicht mit den Füßen und den Händen durcheinander kommen. Das kann sonst total chaotisch werden. Auch gerne mal die Eltern versuchen, ist nämlich nicht ganz einfach. Und jetzt kommen wir zu der Expertenvariante, zu der sehr, sehr schwierigen. Macht ihr bitte auch erstmal die Variante 3, die wir jetzt gemacht haben, gut funktioniert. Ja? Wenn ihr da Probleme habt, macht die hier gar keinen Sinn. Okay? Die Änderung findet in dem Fall mit den Händen statt. Und zwar links, rechts, auseinander zusammenbleibt. Oder mit dem anderen Fuß logischerweise rechts, links, auseinander zusammen. Das behalten wir mal bei, sonst wird das ein bisschen zu komplex alles. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher zu merken und anzusetzen. Die Hände spielen jetzt einen großen Unterschied. Und zwar, die Hände gehen wieder hoch, macht ruhig mal mit. Und dann gehen die Hände nicht wirklich runter zum Oberschenkel, sondern die gehen einmal nach vorne, klatschen. Dann wieder hoch, aufpassen, dass die Handinnenflächen nach vorne zeigen und dann hinterm Rücken klatschen. Und das ist die Rhythmik der Armbewegung. Hoch, vorne, hoch, hinten. Und dann wieder hoch, vorne und hoch, hinten. In Verbindung mit den Füßen ist das Ganze so. Macht euch mit. Ein Bein nach vorne, hoch. So, jetzt erst einmal habt ihr gemerkt, vorne klatschen, Fußwechsel. So, und dann beim Hampelmann, nehmen wir mal den Standard-Hampelmann, ne? Wieder hoch und hinten klatschen. Okay? Wenn ihr merkt, das funktioniert, das Prinzip dahinter wurde verstanden, versucht ihr wie bei Nummer 3 erstmal einen Block, also eine Viererkombination richtig auszuführen. Das heißt 1, 2, ohne mit den Füßen durcheinander zu kommen. Klappt das? Dreimal dürft ihr raten. Versucht die Viererkombination in sich am Stück als Kombination auszuführen. Ja, also beispielsweise 1, 2, 3, 4, 11, 12. Wie viele davon macht, das hängt von euch ab. Ihr habt vielleicht gerade eben auch wieder gesehen, ich habe den Fuß zwischendurch wieder gewechselt. Ja, also einmal links vor, dann in der nächsten Runde rechts vor, dann wieder links vor. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr Langeweile habt, auch machen. Und das wäre es zum Thema Hampelmann. Als zweites sollte man bei der Erwärmungsübung, gerade wenn man im Anschluss stretchen möchte und seinen Körper dehnen möchte, die Oberschenkel nie außer Acht lassen. Das heißt, der Hampelmann ist natürlich eigentlich für den ganzen Körper ein gutes Warm-up, ne? Eine gute Basis, um zu starten. Allerdings sollte man dann, je nachdem, was man in erster Linie trainieren möchte, gucken, dass man sich in die Muskelgruppen nochmal etwas vertieft, dass man die nochmal etwas hervorhebt, ein bisschen bevorzugt. Und ich werde ähnlich wie beim Hampelmann jetzt 3 verschiedene Ideen für den Oberschenkel, das heißt für den kompletten Teil des Oberschenkels, nicht nur für die Vorderseite, sondern auch für die Innen- und Außenseiten, die sehr, sehr wichtig sind für die Stabilität, nicht nur bei Tritten, sondern auch bei Fußstellungen. Ja? Und dann sucht euch ein paar raus, probiert vielleicht auch mal alle durch, vielleicht stoßt ihr vielleicht selber auch mal an eure Grenzen und wisst, was ihr als Motivationsgrundlage in den nächsten Tagen und Wochen nehmen könnt, um diese Übung eben so zu schaffen, wie sie sein sollen. Okay. So, die erste, da gibt es nicht viel zu erklären, da gibt es nicht viel zu sagen. Höchstens darauf achten, dass man den Rücken gerade hält. Spreizt die Beine ein bisschen, öffnet den Winkel eurer Füße. Die Füße sind hier bei der Übung bitte nicht parallel. Ja, das heißt, keine Chuchung-Soggy-Stellung, sondern die Füße sind leicht geöffnet, die Beine sind entspannt, die Hände sind ungefähr auf Brusthöhe. Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen, sollte kein Problem sein. Und dann geht ihr in die Kniebeuge. Auch hier wieder versucht schon so auf 40, 50 Stück zu kommen. Das ist die erste Variante. Das heißt, schaut bitte auch auf den Rücken. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist Blick und Rücken. Vor allem analog zum Taekwondo, macht hier nicht Rückengruben und Kopf runter, sondern bleibt aufgerichtet und versucht schön euren Po nach hinten rauszudrücken, dass eure Knie auch ein bisschen entlastet werden. Und entscheidend im Taekwondo ist, von hier
schnell hoch. Ja? Also nicht fallen lassen und langsam hochkommen, sondern ihr wollt schnell Kraft aufbauen. Ihr wollt nicht so einen Oberschenkel haben im besten Fall. Ihr wollt, dass eure Oberschenkel leistungsfähig und schnell sind. Und dafür müsst ihr natürlich die Bewegung an sich trainieren und darauf achten, dass ihr die Geschwindigkeit hochfahrt und nicht das Gewicht. Also ihr könnt ihr gerne auch 500 Kilo auf den Rücken packen und damit trainieren. Aber dann ist das Problem, dass ihr die Muskelfasern, die um die Gelenke herum sitzen, gerade am Knie, langsamer werden. Und das Resultat ist, dass die Techniken, die ihr ausführt, halt nicht so schnell sind, wie sie sein sollten. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache im Taekwondo. Das heißt, locker runter und schnell hochkommen. Wenn ihr leicht anhebt mit den Füßen, ist das überhaupt kein Problem. Und bitte auf den Blick achten. Gewöhnt euch von Anfang an, dass ihr nach vorne schaut und nicht nach unten schaut. Ihr müsst nicht gucken, ob eure Füße noch da sind. Glaubt mir, die hauen nicht ab in der Zeit. Die zweite Variante ist, dass ihr Sprünge einbaut. Das heißt, um die Geschwindigkeit noch mehr zu erhöhen, um auch im Kopf noch mal so eine Grundlage zu schaffen, dass man schneller wird. Ja? Ihr geht runter und springt jetzt im Grunde genommen. Aufpassen, dass die Füße hier vom Abstand sich nicht ändern. Ja? Eins und wieder runter. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen Taekwondo-spezifischer trainieren möchtet, versucht den Sprung, schaut mal auf meine Füße, ich ziehe mal die Hose ein bisschen hoch, schaut mal auf die Füße, die gehen spitz in der Luft. Und dann wieder runter. Spitz, wieder runter. Spitz, wieder runter. Anzahl, auch hier, seid da ein bisschen kreativ, seid da ein bisschen, ja, geht da auch mal ein bisschen über euch hinaus, versucht mal so 30 von den Sprüngen hinzubekommen, das ist schon eine stolze Zahl, da merkt man dann schon, wie die Oberschenkel kommen und darum geht es ja, das wollt ihr ja haben. Dritte Möglichkeit, guckt, dass ihr nicht übertreibt jetzt am Anfang, also schaut, dass ihr hier eine Tiefe hinbekommt, wo es in der Sehne nicht so sehr zieht. Bei einigen mag das hier sein, bei den anderen mag das vielleicht hier sein, einigen kommen hier runter, wäre eine super Sache. Achtung, die Fußsohle muss auf den Boden, inklusive der Ferse. Sowas hier, das hat mit Dehnung und mit Muskulatur nicht viel zu tun. Das wäre eher, wenn ihr die Hände jetzt wegnehmt, eine Gleichgewichtssache für die Zehen. Ja, könnt ihr auch gerne machen, aber wir sind jetzt bei dem Thema Oberschenkel. Sohle runter. Okay. Von hier, ohne Hände, wenn es geht, drückt ihr euch, achso, der Blick ist übrigens in der Richtung, wo das Bein gestreckt ist. Okay? Drückt euch hoch. Mit dem Bein, das geknickt war, schwingt ihr und setzt genau an dem Punkt wieder ab und wir treffen uns hier. Bisschen anspruchsvoller, ja, aber es ist eine sehr, sehr effektive Sache, um so ziemlich alles um die Hüfte und um das Knie aufzutrainieren, warm zu machen und für die folgenden Übungen vorzubereiten. Ja, nochmal, hoch, schwingen und ab nach hinten und gucken, dass man den Abstand einhält. Ja. Nochmal, pull und set, schön kontrolliert absetzen. Danach natürlich Fußwechsel, ja, wenn ihr könnt, alles ohne Hände auf den Boden, wäre eine super Sache. Wieder tief in Position bringen, Rücken bleibt natürlich gerade, dann hochkommen, das gebeugte Bein als Trittbein nutzen, das gestreckte als Standbein, hochschwingen und wieder ab nach hinten sitzen, wieder hoch, ab nach hinten sitzen, wieder hoch, und set. Anzahl, bis euch die Beine wegfliegen, mein Tipp, ja, weil dann sind die Oberschenkel auch bereit. Denkt daran, wenn ihr Sprungkraft trainieren wollt, werden wir mal ein anderes Video machen. Hier geht es einzig und allein darum, die Muskulatur so vorzubereiten, dass man effektiv trainieren kann, dass man dehnen kann. Und das sind die Sachen, die ich euch am Anfang für den Oberschenkel empfehlen kann. Viel Erfolg, viel Spaß. So, die Beine haben wir behandelt. Die Beine sollten jetzt eine gute Temperatur haben. Es gibt Meinungen, wo man sagt, man fängt am besten um an und geht langsam runter. Das ist häufig bei der Dehnung der Fall. Es kommt immer darauf an, was man mit dem, was man hat, vormacht. Oder mit dem, was man macht, besser gesagt, vorhat. Und in dem Fall ist es so, ich würde euch immer empfehlen, die Beine auf Grundtemperatur zu bekommen, weil da sitzen die großen Muskelgruppen drin. Wenn die schnell in Wallung kommen, dann fällt alles andere ein bisschen einfacher. Man kann sich ein bisschen Zeit im Oberkörper sparen, dadurch, dass ja auch die Energie im Oberkörper verbraten wird, wenn man Beine trainiert und wenn man die Beine auf Temperatur bringt. Und ist meine Empfehlung, wie ihr es macht. Ihr könnt gerne auch variieren. Ihr könnt jetzt auch gerne mit der dritten Variante anfangen, die ich jetzt zeige, die sich jetzt um den Oberkörper drehen wird. Und das könnt ihr selber schauen. Ansonsten probiert aus, experimentiert rum. Vielleicht findet ihr eine andere Reihenfolge besser. Vielleicht gefällt euch eine andere Reihenfolge einfach mehr. Das Feedback wird euch euer Körper geben. Ja, also notfalls probiert ihr heute mal diese Reihenfolge aus. Morgen
tauscht ihr mal die 1 mit der 3 aus oder wie auch immer ihr das machen möchtet. Das kann ich euch ja sowieso nicht vorschreiben. Ich kann euch nur die Empfehlung aussprechen von mir. Okay, das erste, da würde ich jetzt gar nicht groß um den heißen Brei drauf reden, ist eine Standardgeschichte. Da sollte man gerade im Taekwondo, wenn man Handtechniken trainieren möchte, immer mitnehmen. Und zwar das Armkreisen. Beim Armkreisen bitte auch mal darauf achten, dass ihr den Bewegungsradius komplett ausfahrt. Das heißt, vorne die Hände kreuzen. Wenn ihr das ein bisschen fortgeschrittener machen wollt, dann kreuzt ihr natürlich immer so, dass einmal der linke Arm oben ist und einmal der rechte Arm. Ja? Das gleiche gilt beim Rückwärtskreisen. 10-mal pro Seite oder pro Richtung sollte vollkommen ausreichend sein, dann ist das in Ordnung. Ja? Als dritte Variante kann man noch hinzufügen, das entgegengesetzte Armkreisen. Da haben wir dann wieder so ein bisschen Koordination links-rechts. Ein bisschen mal schauen, wie das hinbekommt. Natürlich in dem Fall dann aber auch Armwechseln oder Richtungswechseln. Auch 10 Stück pro Seite. Und dann ist es in Ordnung. Okay? Das nächste, ich würde euch mal empfehlen, gerade vielleicht vormittags, das ist eine ganz feine Sache, vor allem nach dem Aufstehen ist das immer ganz ratsam, den Nacken und allgemein den Hals ein bisschen zu lockern. Ja. Fangt an mit dem Kinn auf der Brust, ohne Fremdeinwirkung bitte, also hier nicht mit den Händen nachhelfen oder so, das aus eigener Muskelkraft, der Druck, der reicht vollkommen aus. Dann einmal den Kopf in den Nacken, 5 bis 10 Sekunden, der braucht ihr nicht. Den Kopf gerade stellen, nach links rotieren, das ist sehr, sehr wichtig für die Form. Braucht einen guten Bewegungsradius im Hals. Rechts. Aufpassen, dass der Kopf nicht nach hinten kippt, da müsst ihr aufpassen. Okay, dann das Ohr, im besten Fall die Arme hängen lassen, das linke Ohr auf die Schulter. Und die rechte Schulter, einige empfehlen immer die Finger abzuspreizen. Wenn ihr die Schulter runterbekommt, ohne die Finger zu benutzen, wäre das super. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, wenn man die Finger abspreizt. Verursacht das automatisch ein Senken der Schulter. Wenn ihr das ohne Abspreizen der Finger hinbekommt, dann noch besser. Hier außen am Strang auf dem Trapezius wollt ihr merken, wie es zieht. Auf der anderen Seite das gleiche. 5 bis 10 Sekunden reichen aus und geht nicht zu krass rein. Also ziehen ist gut, Schmerz ist in dem Fall wirklich nicht gut. Ihr wollt gucken, dass das alles im gesunden Maß bleibt. Okay, dann die nächste Sache auf jeden Fall die Hüfte mitnehmen, dass nochmal so ein bisschen der Core rund wird. Gerade wenn man länger nichts mehr gemacht hat, merkt man beim Hüftekreisen, dass man länger nichts mehr gemacht hat. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Guckt, dass der Bewegungsradius groß ist, ne? Schöne große Bewegungsamplitude. Im besten Fall den Kopf nicht mitbewegen und lasst die Knie gerade. Ihr geht ums Hüftekreisen, nicht ums Beckenkreisen. Wenn ihr die Knie beugt, habt ihr das. Ja, so. Das ist was anderes. Ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen, aber wir wollen gucken, dass wir hier wirklich komplett das Ganze, als wenn ihr eine Strippe habt und in der Mitte ist so ein Stein und ihr dreht das Ganze, ist das gleiche Prinzip wie beim Hüftekreisen. Ja, beugt ihr die Knie und habt das Becken, habt ihr dieses Prinzip dann natürlich auch nicht mehr. Okay. Als nächstes Schultern schön lockern, öffnen. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Die erste ist, einen Arm nach oben, den Arm abklappen lassen, sodass die Hand auf dem Rücken liegt. Jetzt gibt es einige, die kommen mit der anderen Hand von unten hier an die Finger ran. Also ich berühre zwar meine Finger, aber ich kriege sie nicht gegriffen. Wer so gelenkig ist, kann das natürlich gerne machen. Ansonsten eine Alternativvariante ist, mit der freien Hand den Ellbogen greifen und versuchen, den Unterarm hinter den Kopf zu schieben. Ohne, dass der Kopf hier runter geht. Ja, also versucht auch mit dem Kopf so ein bisschen den Arm nach hinten zu drücken, dass ihr wenigstens aufrecht steht und nicht so seid. Okay, das bringt nicht viel. Wo sollte es ziehen? Natürlich im Trapezius. Das ist ein ganz, ganz wichtiger der Strecker, damit man die Technik auch sauber ausführen kann, gerade die, die gestreckt werden müssen. Und das Ganze auf der anderen Seite auch kurz lockern, Arm wechseln. Durch die Nase atmen. Versucht, eure Gedanken nicht schweifen zu lassen und versucht, euch nur auf die Übung zu konzentrieren und versucht, an der Spannung zu arbeiten, damit sich das Ganze auch lohnt. Gut, so, dann einmal den Arm nach vorne, den allseits beliebten Elefanten. Wenn ihr merkt, dass ihr hier nicht viel Zug habt, dann geht ruhig mit der Hand an den Trizepsansatz hier am Ellbogen und schiebt die Hand an eurem Kopf vorbei. Also nicht strecken, sondern beugen und gucken, dass man hier möglichst weit nach hinten kommt. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Erwürgt euch dabei nicht, müsst ihr aufpassen. Spätestens wenn es mit der Atmung schwer wird, müsst ihr gucken, dass ihr den Kopf ein bisschen mitdreht. Ja, das ist auch in Ordnung. Andere Seite wird schwieriger, hört man an meiner Stimme schon. Da wird es dann schwieriger mit dem Atmen. Okay. So, nächste, sehr, sehr wichtig, was die Bewegung in der Ausholbewegung für alle Techniken von außen nach innen angeht. Beine leicht öffnen.
Ihr greift hinter eurem Rücken mit einer Hand das andere Handgelenk. So. Lasst euren Oberkörper fallen und versucht mit Hilfe der Arme oder Hände die Arme so weit wie möglich wirklich aktiv nach vorne drücken. Da wo der Kopf ist, schön weit einmal. Die Arme können leicht beugen, das ist überhaupt kein Problem. Aber achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Ja, also von der Seite nochmal. Was man machen kann, ist der hier. Der krumme Rücken sollte man jetzt erkennen. Versucht stattdessen den Rücken gerade zu halten und die Arme trotzdem so weit wie ihr könnt nach vorne rauszubekommen. Kleiner Tipp für die Supergelenkigen, versucht eure Brust mal rauszudrücken dabei. Ja, das gibt noch mehr Spannung auf die Muskulatur und sorgt natürlich für noch mehr Action bei euch in der Brustmuskulatur, im Schulterstrang und allgemein in der Spannung. Für Techniken wie beispielsweise Momotomaki oder Handzahler Momotomaki für die Schwarzgurte oder Pattern zum Momotomaki. Das sind alles Techniken, die diesen Bewegungsradius, die diese Motion hier brauchen, diese Bewegung von außen nach innen. Okay? Was kann man noch machen, wenn ihr merkt, ein bisschen steif in den Fingern? Ihr müsst ein bisschen austesten, wo ihr Defizite habt. Ich würde immer am Anfang empfehlen, trainiert eure Defizite. Das heißt, einige sind in den Fingern sehr steif, ne? Das spiegelt sich dann spätestens bei den Handkanten wieder. Da muss man gucken, dass man da auch ein bisschen Flexibilität besitzt. Ebenfalls auch im Daumen, ne? Probiert mal aus, ob der Daumen, wenn ihr ihn anwinkelt, bis hier rangeht. Ansonsten, was kann man da machen? Naja, entweder ihr macht das hier mit Gewalt und drückt den Daumen ran. Ihr wollt hier keine Lücke haben mit der Zeit. Am Anfang mag es vielleicht so sein, vielleicht auch hier. Später wollt ihr diese Lücke eigenhändig schließen. Okay? Und nicht mit Fremdeinwirkung. So, ansonsten den Daumen. Ich würde euch mal empfehlen, wenn ihr merkt, das bereitet euch Probleme, ist sehr wichtig für die Handkantentechnik, dann legt. Macht das, was ihr bitte niemals bei einer Faust macht. Ja? Ihr legt den Daumen auf die Handinnenfläche, schließt mit euren Fingern die Faust und drückt mal kräftig den Daumen ran. Einfach wirklich den Daumen ganz kräftig mit den Fingern randrücken und schließen. Sollte man hier spüren, dann wird der Daumen ein bisschen flexibler. Ganz, ganz wichtiger Finger für die Faust auch. Ja? Das gleiche auf der anderen Seite natürlich zumachen. Gewöhnt euch bloß nicht an diese Faust. Okay? Wenn ihr eine Faust richtig machen wollt, Finger einrollen, der Daumen berührt Zeigefinger und Mittelfinger, das ist eine Faust, alles andere ist keine Faust. Vor allem keine Faust, die man im Taekwondo benötigt. Ja. Finger verschränken, nach vorne drehen, auch sehr, sehr effektive Übungen, um die Handgelenke ein bisschen zu stabilisieren. Nach vorne raus, rausdrücken, um die Handgelenke ein bisschen zu lockern, die Finger zu lockern, nach oben und die Arme so weit wie ihr könnt nach hinten, ohne den Kopf als Gegengewicht nach vorne zu bewegen. Und aufpassen, dass ihr kein Hohlkreuz macht, ja, sondern ihr Rücken gerade lasst und nur mit den Händen nach hinten geht, mit den Armen. Der Blick bleibt vorne. Atmen nicht vergessen, aus irgendeinem Grund halten hier viele mal die Luft an, müsst ihr rot anlaufen wie eine Tomate. Macht das nicht. Atmet locker weiter. Gut, dann geht ihr mit den Händen ganz nah am Gesicht entlang, an der Brust entlang, am Bauch entlang und geht nach unten und leichte Federbewegung. Nochmal ein bisschen Zug in die Hamstrings bringen für die Beine. Kurz nochmal lockern, Rücken gerade lassen natürlich und dann aufrichten. Das kann man gerne 3-4 Mal wiederholen, also von oben nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten, um das Ganze ein bisschen zu lockern und sich für die folgenden Übungen vorzubereiten. Ansonsten werden wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit nochmal ein bisschen intensiver auf die ganze Rumpferwärmung gehen. Es wird auf jeden Fall auch nochmal eine Session für die Muskelspannung geben, für die Schnellkraft und Kraftausdauer. Das sind die beiden Komponenten, die ihr im Taekwondo braucht. Da werden wir einige Übungen nochmal für euch machen oder ich. Und das sollte, wenn ihr jetzt Handtechniken trainieren möchtet, wenn ihr einfache Tritte trainieren möchtet, für die Erwärmung und für das lockere Anstretchen des Oberkörpers, zu den Beinen kommen wir gleich, was das Stretching angeht, sollte das vollkommen genügen. Okay, kommen wir zur Dehnung. Bei der Dehnung ist wichtig, dass ihr euch wirklich vorher wenigstens ein bisschen warm macht. Das wäre wichtig. Bei den Kindern ist es eigentlich egal. Also die sind so weich, die Muskeln bei den Kindern, dass man da auch gerne direkt einsteigen kann. Aber trotz alledem würde ich immer empfehlen, ein lockeres Warm-up vorher macht schon Sinn. Ein intensives Warm-up macht mehr Sinn. Allerdings ist das natürlich auch etwas zeitintensiver, aber naja, die haben wir ja momentan. Ne? Oder einige zumindest, oder viele, je nachdem.
Dehnung, Stretching bei den Beinen. Es gibt zig Übungen für jede einzelne Muskelgruppe, für jede Sehne. Ich werde jetzt einige Übungen querbeet nehmen, werde euch nochmal sagen, welche Übungen variabel sind, wie man den Schwierigkeitsgrad erhöhen kann. Denkt bitte daran, Schwierigkeitsgrad bei der Dehnung und bei den Dehnungsübungen heißt, wie gelenkig ist jemand. Ja, das heißt, man müsste vielleicht das Wort Schwierigkeitsgrad mit Flexibilitätsgrad ersetzen oder so. Das heißt, wenn jemand sehr steif ist, dann versucht er das Ganze so gut wie er kann auf einem lockeren Niveau hinzubekommen. Und für diejenigen, die eher aus dem Kalten in den Spagat rutschen können, die müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass sie die Übungen für sich individualisieren und umstellen, damit es bei denen auch zieht. Ja? Und denkt bitte daran, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Allerdings ist Schmerz bei der Dehnung auch eine Sache, das macht ihr bitte, wenn ihr das haben wollt, ist ja okay, dann macht das aber bei den letzten Übungen, also bei den statischen Übungen, bei den PNF-Übungen, wenn das jetzt nichts sagt, da werden wir dann in den Stretching-Routinen, die ich vorhin angesprochen habe, die nächsten Tage oder Wochen, will ich euch da nochmal ein paar Tipps geben, nochmal ein paar Anleitungen mitgeben, die ihr dann umsetzen könnt. Aber ansonsten, wenn ihr wirklich in dieses Schmerzlevel geben wollt, Schmerz ist tatsächlich bei der Dehnung, das ist so eine Grauzone, da muss man ein bisschen aufpassen. Also zu viel ist nicht gut, zu wenig Spannung ist auch nicht gut. Man muss so den gesunden Mittelweg finden. Ich sage bei der Dehnung immer, wenn ihr diese Übung in dem Schmerzlevel 2 Minuten halten könnt, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr nach 10 Sekunden abbrechen müsst, weil der Schmerzpegel zu hoch ist, dann ist es einfach zu heftig. Dann ist es zu doll, dann ist es zu viel, dann bringt das nicht mehr so viel. Okay? Also versucht immer zu schauen, ihr müsst jetzt nicht jede Übung 2 Minuten ausführen, aber ihr müsstet rein theoretisch durch den Schmerz in der Lage sein, das 2 Minuten auszuhalten, ohne gleich ohnmächtig zu werden, weil euch der Schmerz das Bewusstsein ausschaltet. Okay? Ganz klassische Übung, spreizt die Beine, so dass es hier noch nicht zieht. Okay? Das muss schmerzfrei und zugfrei bleiben. Okay? Zieht bitte bequeme Sachen an. Ich würde euch jetzt hier nicht empfehlen, die engsten Jeans, die frisch gewaschen sind, anzuziehen. Ist auch für den Stoff nicht so gut. Zieht irgendwas Lockeres an. Und ich weiß, ihr habt also eine Hose zu Hause, euren Dubok. Und dann zieht einfach die an und damit könnt ihr wunderbar dehnen. Ja, also hier nicht irgendwie mit irgendwelchen hautengen Lack-Leggings oder so. Lasst das sein. Die Hände gehen zum Boden. Der Po bei der Übung, bitte aufpassen, ganz, ganz wichtig, ich zeige es auch gleich nochmal von der Seite vor, der Po, den wollt ihr immer nach hinten rausdrücken, okay? Als wenn der Po nach oben zeigen soll zur Decke. Das heißt, die Hände gehen zum Boden und damit der Po, wenn der Po nach hinten geht oder nach oben rausgeht und ihr sozusagen das Becken aufrotiert nach oben, bleibt der Rücken automatisch gerade, was sehr, sehr wichtig ist. Ihr wollt keine Übung mit einem krummen Rücken haben, okay? Hände gehen zum Boden. Und ihr versucht mit dem Oberkörper erstmal leicht zu federn. Versucht den Bereich zu erwischen, wo es zieht. Denkt daran, nicht wo ihr gleich ohnmächtig werdet. Und dann federt ihr 10 bis 20 Mal. Wenn ihr merkt, die Muskulatur wird mit der Zeit ein bisschen weicher, könnt ihr auch die Tiefe ein bisschen anpassen, könnt ihr ein bisschen tiefer runtergehen. Nach den 10, 15 geht ihr ruhig mal zum linken Fuß. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die Anfängervariante ist dann in dem Fall mit einer Hand erstmal. Die andere Hand nehmt ihr euch als Zielsetzung. Die soll im besten Fall auch an das Sprunggelenk. Da müsst ihr, seht ihr meinen Oberkörper, ihr rotiert aber dafür den Oberkörper ein. Also denkt nicht, dass ihr hier ohne Oberkörperrotation an das Bein rankommt. Ihr müsst den schon so ein bisschen eindrehen. Mit der Hand das Sprunggelenk greifen, mit der anderen auf der Außenseite und auch hier wieder ziehen. Darauf achten, das Knie bleibt gestreckt. Knickt ihr hier das Bein, nehmt ihr den ganzen Sinn und Zweck der Übung raus. Also lasst das Bein schön gerade. Ja, auch hier 10 bis 20 Mal, das reicht zu Beginn aus. Dann macht ihr das gleiche auf der anderen Seite. Ruhig koreanisch zählen, dass ihr das nicht verlernt. Ganz, ganz wichtig. Doch ruhig mal versuchen, rückwärts koreanisch zu zählen. Da haben wir viele Freude dran. Und auch hier versuchen, schön den Blick zum Fuß. Das Knie ist gerade, Gewicht 50-50 natürlich und dann wieder zur Mitte. Hier auch ruhig noch ein paar Mal nachfedern und dann den Oberkörper aufrichten. Das reicht als Basiselement erstmal aus. Dann rotiert ihr den linken Fuß auf. Das andere Bein habt ihr hoffentlich gesehen, knickt, beugt. Bequem, nicht zu tief, ja? Nicht wie bei der Erwärmungsübung mit dem Beugestand, das wollen wir jetzt nicht haben. Ihr wollt einen Winkel von 90 Grad zwischen den Füßen haben. Der Abstand sollte auch so sein, dass ihr ihn gut halten könnt. Und in dem Fall gehen wir jetzt mal, wir sind ja gerade
Frontal zum Bein gegangen. Jetzt werden wir die Außenseite noch ein bisschen mit beanspruchen, dass wir eine Kombination haben. Ihr könnt jetzt mit der linken Schulter versuchen, zum linken Knie zu gehen. Okay? Und wenn ihr jetzt merkt, das funktioniert und ihr habt das Gleichgewicht, das ist jetzt auch nicht ganz unwichtig bei der ganzen Sache, dann könnt ihr gerne anfangen, mit der Hand über dem Kopf zu versuchen, den Fuß zu berühren. Je weiter ihr den Kopf hier nach vorne gedrückt bekommt, beziehungsweise je seitlicher ihr bei dieser Übung sein könnt, desto besser. Ja? Je mehr ihr eindrehen müsst zum Bein, desto mehr habt ihr vor, sagen wir es mal so. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Ne? Dann auch an der Schulter orientieren, Schulter zum Knie. Das hilft dann auch, den Rücken gerade zu halten. Ja? Mit der anderen Hand geht ihr hoch, einrotieren und versuchen, so weit wie möglich seitlich zu bleiben. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr den Fuß hier nicht berührt, das ist bei mir auch der Fall. Hauptsache, ihr bleibt seitlich. Ja? Ihr könnt den Arm auch gerne strecken, das macht überhaupt keinen Unterschied. Haltet das Gleichgewicht, das Bein bleibt gerade und das Bein. Das bleibt gerade und das muss knicken. Das ist ganz wichtig. Und bitte die Zehen anheben, nicht die Fußspanne vom Boden. Zehen ranziehen, dass der Oberschenkel Spannung hat. Okay. Das wäre die zweite Variationsmöglichkeit, um die Beine auf Temperatur zu bringen, beziehungsweise um die Beine anzustretchen. Die dritte, diejenigen, die Taekwondo machen, also alle von euch oder die meisten, kennen die Stellung unter Abgubi, die Hedo Mundola kennen das unter Telusel. Wir machen jetzt aber hier keinen technisch korrekten Abgubi, wir wollen hier stretchen, wir wollen dehnen, wir wollen die Flexibilität erhöhen. Das heißt, der Abstand muss auch sehr viel weiter sein. Ne? Abgubi ist 2,5 Fußlängen lang, hier haben wir mehr, das ist wichtig. Und dann darauf achten, dass der Rücken gerade ist. Viele machen hier das Flugzeug, um Gottes Willen, Rücken ist kerzengerade, vielleicht sogar ein bisschen Spannung in den Rücken reinbringen und dann leicht und bequem federn. Auch hier ungefähr 20 Federeinheiten reichen aus, das ist vollkommen ausreichend. Dann ruhig mal auf den hinteren Fuß schauen, hinten stellt ihr den Fuß auf, sodass die Ferse nach oben zeigt. Und dann geht ihr mit beiden Händen, im besten Fall in Faustform, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, nicht dass ich hier aus der Kamera rausrutsche, und federt und konzentriert euch wirklich nur auf euer Becken, dass das runtergeht. Auch hier wieder kräftig federn, kann man gleich anschließend kombinieren, ja? Also aus der stehenden Position in diese. Und wenn man noch weiter variieren möchte, kann man gerne, das ist auch gerade wichtig für die Anfänger, den Fuß spitz machen und das Bein nochmal strecken, sodass der Fuß spannt und mal einen leichten Dehnungsreiz bekommt. Und darauf achten, dass man hier nicht mit dem Knie den Boden berührt. Das Bein ist so gut wie es geht gestreckt, der Rücken ist gerade und der Po federt nach unten. Ja, dann kann man das Knie absetzen, bewegt hier beintechnisch gar nichts. Die Hände gehen vom Boden runter, vom Boden weg, ihr richtet euch auf und jetzt schnappt ihr euch, und da gibt es Variationsmöglichkeiten ohne Ende, eigentlich in jeder Übung, schnappt euch das hintere Bein, den hinteren Fuß. Wenn ihr wollt, lehnt euch erstmal nach vorne, wenn ihr es einfacher haben wollt, ansonsten versucht aus der Luft den Fuß zu greifen. Wer jetzt umkippen sollte, macht kurz Pause, stell dich wieder hin, in Position, weiter geht's, okay? Eine Hand ist okay, versucht den Fuß zum Po zu bekommen, ihr könnt auch gerne beide Hände benutzen. Und jetzt trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Jetzt müsst ihr schauen, wenn ihr hier gar nichts spürt, dann müsst ihr gucken, dass ihr hier mit eurem Po weiter nach vorne ausschert. Wenn ihr merkt, euch fliegt hier gleich alles weg, dann könnt ihr auch gerne den Abstand verkürzen, so wie ich jetzt zum Beispiel. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Also hier habt ihr zwei Variationsmöglichkeiten. Die erste ist die Länge, der Abstand zwischen Fuß und Knie. Und das zweite ist die Tiefe, also wie weit geht ihr hier in die ganze Bewegung rein. Sehr, sehr wichtig, auch um den Hüftbeuger so ein bisschen zu lockern und auf die Belastung vorzubereiten. Ja. Danach, Fußwechsel. Andere Seite, gleiches Spiel hier auch. Schön langen Abgubi machen, auf die Rückenhaltung achten, auf den Blick achten. Versucht immer analog alles zum Taekwondo zu sehen. Ja. Hinten die Fußkante, seht ihr schon, könnt ihr gerne anheben, das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache der Oberschenkel hier ist unter schöner Spannung, das Bein ist gestreckt, ganz wichtig, und vorne ist der Rücken gerade. Danach Ferse anheben, Hände zum Boden, Becken drücken, schön tief, darauf achten, dass das Bein hinten gestreckt ist. Wenn man sich darauf nicht konzentriert, hat man schnell mal das hier, das wollt ihr nie haben. Ihr wollt schön durchgedrückt arbeiten. Und dann geht ihr mit dem Knie kurz runter, legt den Fuß als Spannbogen. Der Spann ist auf dem Boden und streckt das Bein eigentlich erstmal nur durch. Und dann fangt ihr wieder an zu federn.
Kann auch manchmal passieren, gerade bei den etwas älteren Erwachsenen, Eltern klingt ja immer schon so grauhaarig, dass die Fußsohle anfängt zu krampfen. Ist nicht schlimm, einfach weitermachen. Geht auch wieder weg. So, dann das Knie wieder absetzen, Oberkörper aufrichten. Ihr könnt den Abstand und die Beine so lassen, das wäre perfekt. Wenn ihr merkt, das ist ein bisschen zu heftig, dann verkürzt das hier wieder zurück oder ein bisschen breiter, dann habt ihr mehr Gleichgewicht. Ansonsten, je schmaler und je länger, desto besser bei der Übung. Den Fuß wieder schnappen, am besten aus der Luft. Wenn ihr merkt, mit beiden Händen geht es, dann macht ihr es natürlich mit beiden Händen. Den Fuß schöner an den Po drücken und dann könnt ihr gerne hier ins Gefälle. Wenn ihr merkt, das fällt euch zu leicht, den Fuß noch weiter weg und noch tiefer runter. Wenn ihr merkt, es ist zu schwer, Fuß zurück und ein bisschen weniger Spannung geben, ist vollkommen okay. Findet euren optimalen Punkt. Okay. Und nicht wackeln. Okay. So, das zweite wäre diese Kombination. Kann man schön aufeinander aufbauen und ausführen. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber ich denke mal, für den Anfang reicht das vollkommen aus. Und ich würde am Anfang oder am Ende der Dehnung immer noch mal eine Gleichgewichtskomponente in Verbindung mit Stretching hinzufügen. Einfach, dass man das noch mit drin hat. Und wir machen jetzt einfach eine ganz einfache Geschichte. Und zwar, ihr versucht das Knie so hoch, wie ihr könnt, anzuheben. Greift mit den Händen, das seht ihr schon, das Schienbein. Und zieht bitte ohne mit eurem Oberkörper. Ihr wollt hier nicht mit dem Oberkörper zum Knie. Der Berg geht nicht zum Propheten. Der Prophet will zum Berg. Das heißt, Rücken ist gerade und ihr versucht das Knie hier an den Rücken ranzudrücken. Ihr braucht hier wirklich maximale Armspannung, bleibt gerade stehen, haltet das ruhig, wenn ihr könnt, 20 Sekunden, 30 Sekunden und also unter absoluter Vollspannung. In dem Fall macht es lieber am Ende, so wie ich jetzt, also am Ende der Dehnungssession oder kurz davor, weil das Gesehen ein bisschen angenehmer ist. Dann setzt ihr ab, lockert die Beine kurz aus und das Ganze natürlich auf der anderen Seite, also mache ich jetzt mal zu euch. Rücken ist gerade, Blick ist gerade und darauf achten, dass der Körper nicht zu Knie geht. Das Knie will an die Brust und nicht die Brust zum Knie. Ist auch fürs Gleichgewicht nicht so gut. Wer bei der Übung nochmal eine Schippe drauflegen möchte, was die Balance angeht, der schließt die Augen einfach und versucht trotzdem zu halten. Und den neuen Trainingsanreiz aufpassen, dass ihr nicht umkippt. Okay? Versucht, gerade bei den Kindern, das könnte ein bisschen schwieriger werden, was das Gleichgewicht angeht, gerade bei den ganz Kleinen, wenn die merken, dass sie umkippen oder wenn ihr merkt, dass sie umkippt, versucht niemals, wollt ihr nicht haben. Ihr wollt, und das ist wichtig für euch, was das Gleichgewicht angeht, wenn ihr merkt, dass ihr umkippt, einige merken das nämlich zu spät, dann setzt ab. Setzt mit dem Fuß ab und richtet euch wieder neu aus, aber versucht nicht umzufallen, sodass der ganze Körper auf den Boden platscht. Okay? Das wollt ihr nicht haben. Gut. Zum Abschluss, was die Dehnung angeht, würde ich das Ganze immer noch mal mit einer sitzenden Übung beenden. Ihr könnt auch mehr Übungen im Sitzen machen. Man kann auch viele Übungen von denen, die ich jetzt vorgemacht habe, im Sitzen machen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, was da im Sitzen geht und was nicht. Ansonsten, das hatten wir zu Beginn. Ihr könnt euch erinnern, das ist das Gleiche im Grün im Sitzen. Den Schmetterling, den kann ich sehr empfehlen, gerade am Anfang, was die Flexibilität hier an der Innenseite der Beine angeht. Ruhig viel federn, viel halten. Da kann man auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das genauso wie ich gemacht habe heute, könnt ihr gerne helfen lassen. Ja, könnt von hinten hier gerne jemand drücken. Wenn jemand drückt, bitte von hinten, weil der kann gleich dafür sorgen, dass der Rücken gerade bleibt. Okay? Ja, wenn von vorne jemand drückt, dann kann der Partner hier sitzen wie eine Banane, wie eine krumme Banane und ja, bringt nicht viel. Okay? Wollt den Rücken immer aufrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Was geht noch? Natürlich der Frosch. Beim Frosch gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Also wie geht der Frosch? Kniet euch erstmal hin. Rücken ist gerade, Po ist gerade. Oder der Po ist drin, sagen wir es mal so. Dann geht ihr mit den Händen auf den Boden. In der Kniekehle habt ihr 90 Grad und im Fußgelenk habt ihr 90 Grad. Das ist ganz, ganz wichtig. Und lasst die Beine und die Knie einfach mal rutschen. Da müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen nachhelfen. Es kommt immer darauf an, was ihr für einen Untergrund habt. Die Matten hier, die sind relativ rau, da muss man ziemlich viel nachhelfen. Habt ihr Laminat? Ja, perfekt, viel Spaß. Ja, müsst ihr sogar gucken, dass das nicht zu weit geht. Und dann guckt ihr, dass ihr den Rücken ganz gerade habt. Ja, also gerade zum Po. Horizontal.
und versucht hier an der Tiefe zu arbeiten. Auch hier kann wieder jemand hinten den Po runterdrücken. Wenn ihr drückt, bitte auf den Po, am oder unterm Steißbein. Das heißt hier und nicht da. Ansonsten drückt ihr den Rücken runter und der Partner kriegt irgendwann einen krummen Rücken. Muss auch nicht sein. Ja? Von der Seite nochmal den Frosch. Den könnt ihr dann halten. Ja, da müsst ihr dann schauen. Je nachdem, denkt an das, was ich gesagt habe. Ist das Schmerzlevel so, dass ihr 2 Minuten halten könnt? Ist super. Könnt ihr hier gleich mal testen. Macht mal 2 Minuten und guckt, ob ihr das halten könnt oder ob das nicht vielleicht zu doll ist, was ihr gemacht habt. Gleiches Spiel hier auch. Ja, 90 Grad Kniekehle, 90 Grad zwischen Spann und Schienbein und 90 Grad auch im Becken. Das ist entscheidend. Ja, also ihr wollt nicht hier vorne sein und ihr wollt jetzt aber auch nicht mit dem Po hinten sitzen. Ja, das führt meistens dazu oder hat meistens die Ursache, dass der Winkel in den Knien nicht gut ist und dann kommt man hier sehr weit runter. Ihr wollt die 90 Grad schon haben, Unterarm auf dem Boden. Und je nachdem, wie tief ihr kommt, ja, also für die, die jetzt schon fast auf dem Boden sind, die müssen dann natürlich den Rücken auch sehr viel tiefer unten haben, damit die Wirbelsäule horizontal zum Boden ist und dann einfach halten. Man kann auch ein bisschen zwischendurch mal nach hinten federn mit dem Po, das gibt nochmal so ein bisschen, bisschen mehr Spannung auf die Sehne und damit kann man die ganze Sache dann beenden. Beziehungsweise man kann das Ganze natürlich auch mit einem Spagat beenden, das ist klar, den solltet ihr kennen. Da werden wir aber nochmal eine separate Session zu machen, wie man das genau aufbaut, wie man den trainiert, wofür der gut ist, welcher Spagat für was relevant ist im Taekwondo und ja, lasst euch überraschen, das machen wir Stück für Stück. Ich hoffe, ihr setzt das um. Ich hoffe, ihr habt die Inhalte soweit verstanden, konntet die nachvollziehen. Wie gesagt, für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier so ein Trainingsvideo mache. Mir macht es ehrlich gesagt ein bisschen Spaß. Mir macht es natürlich mehr Spaß, wenn wir hier gemeinsam in der Halle trainieren können. Aber noch läuft das. Und hoffe, dass ihr mitziehen konntet in jeglicher Hinsicht. Und dann sehen wir uns morgen mit den nächsten Inhalten wieder. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt mir bei WhatsApp. Auf Wiedersehen.